Moin auch. Ich stehe hier im Gelsenkirchener Volksgarten, morgens kurz nach 9:30 in Deutschland. Es gibt zwar keinen Noppers, aber dafür werde ich mal gucken gehen in den Essener Norden, ob die große Zeche noch steht. Erster Zwischenstopp. Wie ihr seht, stehe ich vor deinem neuen Gebäude der Folkwang-Universität mit großem Drama. Eigentlich hatte ich gedacht, ich mache diese kurze Sequenz vor dem Haupteingang, aber ich hatte das Stativ noch nicht mal ganz aufgebaut. Kam eine freundliche Dame und wies mich dezent darauf hin, privat ja, veröffentlichen nein. Also muss das von dir ausgehen. Kurze Geschichte, ich bin jetzt auf Zollverein nach gut 1,5 Stunden gemütlichem Fußmarsch mit der einen oder anderen Fotounterbrechung. Habe ich mich jetzt entschlossen, als Seiteneinsteiger zuerst die Kokerei zu machen, weil das auch in meinen Augen im Moment das spannendere Gelände ist. Jetzt stehe ich hier vor der Kokerei, allerdings dem falschen Ende. Das Motiv ist ja hinlänglich bekannt, oft genug im Internet zu sehen. Dummerweise die falsche Seite und leider ist in der Mitte der Kokerei irgendein Gerüst, was die Sache nicht sehr schön macht. Ich stehe hier jetzt vor dem Gleisboulevard. Hinter mir rechts ist die Kohlenwäsche, also das heutige Ruhrmuseum. Und auf diesen Gleisanlagen wurde die Kohle, die gewaschen war und gefördert wurde im Schacht 12, dann verteilt, entweder normal zum Versand oder rübergefahren zur Kokerei, falls das nicht mit den Förderbändern ging. We'll be right back.
stehe hier jetzt vor den Zahnrädern des Schacht 128. Eigentlich wollte ich das Video direkt vor dem Turm machen, aber dafür bin ich wohl doch ein bisschen zu dicht dran. Das wird also nichts. Ich habe aber auf jeden Fall schon mal 1, 2, 3, 4 Fotos gemacht. Ich werde die dann darüber blenden. Also das ist der ursprüngliche Schacht von Zollverein. Hier hat das Ganze mal angefangen, irgendwann 1860. Und die beiden Malakow-Türme, die stehen nicht mehr, aber das Stahlrohrgerüst von Schacht 8, das steht noch. Die Maschinenhalle steht auch noch und in der alten Waschkaue ist heute das Pack drin. Das ist ein eigentlich relativ bekanntes internationales Zentrum des Tanzes oder Tanzzentrum. Ich stehe hier vor dem Sana, 2010 fertig geworden mit Architekturpreis und einem Pipapo. Es ist wieder leer, ein erneuter Sanierungsfall. Die letzte Sanierung ist vor einem Jahr abgeschlossen worden. Im Grunde genommen diskutiert man darüber, ob das Ding jetzt abgerissen wird oder nicht abgerissen wird. Es war hier mal Teile der Universität Volkwang drin, die haben aber jetzt hier 500 Meter weiter den Neubau und haben dann alles abgezogen. Also sprich, es steht auch leer, dem Abriss steht eigentlich nichts entgegen. Ich habe da mal vor Jahren, als ich ins Ruhrgebiet gezogen bin, eine Führung mitgemacht in dem Gebäude. Das gab es damals noch und von einem Architekten, der hat mir mal so ein bisschen aus dem FF erzählt. Was man auch als völlig Fremder darin feststellt, dieses Gebäude hat ein wahnsinniges Raumgefühl oder ein wahnsinniges Wohlfühlgefühl, denn es ist ganz aus Beton und es hat keine herkömmlichen Heizungen, die mal kalt, mal heiß sind, sondern der Korpus wird beheizt und man sieht auch sehr viele unterschiedliche Fenster in unterschiedlichen Größen. Diese Fenster lassen sich nicht öffnen. Das Ganze hat nur inklusive Erdgeschoss 5 Etagen. Bei 35 Meter Höhe ein bisschen wenig. Aber je nachdem, in welchem Stockwerk man steht und aus welchem Fenster man guckt und das zu welcher Tageszeit, es entsteht immer ein anderes Bild. Kulisse gibt es hier ja genug, zum Beispiel Schacht 1 oder Schacht 12. Thank you.